So, hallo, ich mache mal noch eine kleine Ergänzung zu den Energiepotenzialen. Ich bin immer wieder gefragt worden, wo findet man denn die Videos? Also geht einfach mal auf den YouTube-Kanal von Jonah Kaas und da seht ihr hier bei der Bibliothek die Playlisten. Hier oben sind sie auch da, Playlist. Da geht auf die Playlist Wahlbetrug und dann könnt ihr hier durchrollen und da seht ihr, welches Video welches Thema abdeckt. Ja? Wir sind also jetzt hier ganz unten. Die 28a war die letzte, Ende des politischen Wachkomas, die Energiepotenziale. Ich habe da erstmal eine kurze Einführung gemacht, weil da ist auch noch ein bisschen mehr dazu zu sagen und das muss man auch erstmal probieren. Da muss man sich mal verschiedene Dinge anhören, damit man ein Gefühl dafür kriegt. Das geht nun nicht gleich über Nacht los. Da muss man so eine Woche, 14 Tage braucht das, damit man das Gefühl kriegt, ob das passt oder ob das nicht passt. Das Bauchgefühl sagt, ja, passt oder, also ja, passt oder passt nicht. So, wir machen also jetzt mal weiter mit 38b. Ihr habt ja gehört, in der letzten habe ich auch ein bisschen zusammengefasst, es gibt so verschiedene Energiepotenziale. Ich sage mal immer, dass die 50%, also wenn ein System, zwei Systeme gekoppelt sind, also Sender und Empfänger, dann sagt man, dass bei etwa 50% beziehungsweise im Leistungsbereich bei 1 durch Wurzel 2 Anpassung ist. Das ist also 0,7 und war zerquetschte. Aber doch einfacher halt, hat sich das durchgesetzt, dass man sagt, okay, wenn es 50-50 ist, ist es der durchschnittliche Wert. Wenn es sehr absinkt, ist es im Satanismus, weil auch die Satanisten leben noch, die können nicht bei 0 sein oder im negativen Bereich, da würden die auch sterben. Ja, also es ist alles noch im Positiven, aber es ist eben abgesenkt. Und ich denke mal, ein guter Richtwert ist 50%, wenn weder zu viel noch zu wenig da ist. Aber es ist natürlich unbefriedigend, ist klar. Ne? Wir streben einen Pegel über 50 an und der kommt eben durch verschiedene Sachen, wie ihr eben euren Energielevel ausbauen könnt. Haben die wenigstens volle 100%, weil da kämst du nicht mal zum Arbeiten. Da würde das ständig ja alles, die Haare sich um den Stehplatz dringeln und das behindert natürlich, ne? Aber in der Freizeit oder wenn man niedergeschlagen ist, kann man durchaus mal den Pegel auf 100% hochfahren oder 90%, je nachdem, wie das noch angenehm ist. Weil wenn er drüber ist, passiert eben das, dass man dann eben ohnmächtig wird. Und es gibt also einige Vorkommnisse, dadurch aber dann im dritten Teil mal eingehen, solche ein paar Grenzfälle. Interessiert mich das erstmal nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal noch eine kleine Geschichte. Über die man vielleicht mal reden sollte. Und zwar geht es ja um die beliebte Talentshow Britain's Got Talent. Und da gibt es einen sogenannten Shahin Dagfulli. Guck mal, dass ich das richtig ausspreche. Und der kleine Junge hat sich ja, so gedacht, ich singe mal ein Lied von Amy Winehouse. Ihr wisst ja, Amy Winehouse ist kein Gastverächter gewesen, hat einen ziemlich krassen Lebenswandel mit Alkohol und Drogen und Exzessen gemacht. Und hatte ein vergleichsweise kurzes Leben. Viele sagen, mit ihrem Tod ging irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Die Musik klingt nicht schlecht, aber seht selbst, er zieht das Ding dort ab und Simon Cowell ist nicht gerade begeistert über das, was er macht. Werdet ihr gleich sehen, schon mal am Gesicht. Er ist ein sehr erfahrener Mentor und da bricht das erstmal ab. Warum? Der Energielevel, der hier fließt, ist nicht sehr hoch. Es ist durchschnittlich, ist okay. Für ihn ist es einfach nur unterirdisch, nicht ausreichend. Und er versucht, das bei dem Kleinen zu trainieren, dass er ein höheres Level erreicht. Und da muss man natürlich auch mal Einsatz bringen. Und da gibt es noch eine zweite Chance. Jetzt hört euch mal den Unterschied an. Und man merkt, der Level ist höher, es fließt mehr. Und das ist eben die Steigerung. Und das mache ich nur ein Lied. Aber da gibt es dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, dann müssen wir das hier mit die ganze Zeit anhören müssen. Dann muss ich nochmal rausfinden. Halte ich das mal an. Und wir setzen mal fort am Ende. Und da sagt die
Amanda sehr interessante Sachen zu diesem Energiefluss. Die zieht alles aus der Kunst raus. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Ihr sollt ja nur das Prinzip verstehen. Los geht's. Shaheen, well, you have just shown that Wales has got talent. So, jetzt aufpassen. Fußpampels sind hier Gänsehaut. I got it with Paul Potts, I got it with George Sampson, and I got it with you. Ja, so. Und entscheidend ist noch, was Simon Cowell am Ende nochmal sagt, dass ein Lied wie Michael Jackson eben für so einen Junge besser sind, wie ein Lied von einer, naja, zweifelhaften Sängerin. Guckt es euch selber an, sehr interessant. Ich will das jetzt nicht im ganzen Video machen. Ich schalte mal wieder auf weiß. So, also was ist los? Ihr habt ja gehört, beim ersten Teil bin ich so mehr reingestolpert in die Sache. Ich habe auch heute ein bisschen gemerkt, dass es richtig war, dass ich das gemacht habe. Energiefluss wie Sau. Bis vor kurzem war hier noch die ganze Bude erfüllt von Energie. Und das hat sich richtig gut angefühlt. So, welche Sachen steigern das Level? Also zum Beispiel, wenn ihr merkt, dass jemand Not hat und ihr helft dem im Rahmen eurer Möglichkeiten. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt euer ganzes Monatsgehalt dem hinhaut, weil eventuell verdrinkt das auch. Also niemals auch Alkohol oder irgendwas oder Geld geben, wenn ihr wisst, dass ein Alkoholproblem nachher steht, sondern praktische Hilfe. Manchmal muss es auch Geld sein, wenn mal irgendwie was zu bezahlen ist. Aber aufpassen, dass es nicht vertrunken wird. So, wenn ich angebettelt wäre auf der Straße, passiert ja auch. Man geht durch die Innenstadt, hast du einen, die haben Bettler. Dann sage ich mir, ich helfe einem Bettler an einem Tag. Weil ich kann nicht alle abfüttern in der Stadt. Geht nicht. So viel verdiene ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber einer kriegt von mir einen Döner. Von mir aus auch mit Getränk dazu, aber eben kein Alkohol. So. Und das sind so kleine Dinge, mit denen ihr euer Energielevel pushen könnt. Die zweite Geschichte ist Musik und Kunst. Da gibt es Sachen, die den Energielevel anheben und welche, wo es abheben, wo es gesenkt wird. Mir hat das auch jetzt vor kurzem immer so einen Clip zugeschickt zu so einem, ja, ich sag mal, alternativen Sänger. Ich habe mir das 5 Sekunden angehört und da wusste ich, dass das nicht wird. Und als ich ihm angeboten habe, man kennt ja mal, was machen wir, so eine Jam-Session, dir mal einen Text schreiben, dann hat er natürlich abgelehnt. Aber das ist sein Problem. Wenn er sein Zeug verkaufen kann und wenn die Leute das mögen, ich denke, es ist nicht die prickelnde Kunst, wo ich sagen muss, ich hören. Und die zweite Geschichte, also war Musik. Die dritte Geschichte ist eben, hatte ich schon erwähnt, eine ordentliche Taufe, keine in der katholischen Kirche, weil das ist nur Festivität, um sich irgendwie zu beschenken oder um mal was abzuhaken, weil es die anderen auch machen. Das hat aber keinen Effekt. Also lieber weglassen und eine klare Entscheidung treffen. Und dann auch geradlinig laufen. Also eine Taufe ist nicht, dass das ein Automatismus ist, sondern das ist ein Zeichen. Also die Symbolhandlung hier hat ein etwas Reales in der nicht sicheren göttlichen Welt. Und die Symbolhandlung der göttlichen Welt bewirkt etwas Reales in dieser Welt. Also Bewahrung vor Unglücken, Wunder, die ihr euch nicht erklären könnt, sind dort Symbolhandlung hier real. Was ihr hier in der Symbolhandlung macht, ist da oben real. So, nur erstmal zum Verständnis. Das sind Glaubensaussagen, ich sage es immer wieder. Aber ich sage mir, wenn diese Prophezeiungen aus der Vergangenheit immer wieder eingetreten sind, und das kann man mit ziemlich großer Sicherheit immer wieder beobachten und nachrechnen, dann kann man auch als Wissenschaftler dazu ein Ja finden, weil die Häufung von immer wieder Erfüllungen, ohne dass es eine falsch ist, ist wie das Multiplizieren von unabhängigen Ereignissen, also sozusagen Faktoren von einem Halb. Und wenn ich einen Halb mal einen Halb mal einen Halb mal einen Halb immer wieder oft multipliziert, kann man euch mit dem Taschenrechner ausmachen, wird das eine sehr kleine Zahl. Und diese sehr kleine Zahl, die nahe Null liegt, drückt aus, dass der Zufall immer unwahrscheinlicher wird. Und es ist immer wahrscheinlicher, ist, dass ein gewisser
Mechanismus dahinter steckt. Obwohl noch nicht damit gesagt wird, wie er funktioniert, sondern nur, dass er existiert. Also eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Es ist unwahrscheinlich, dass du 3068 Mal hintereinander eine gerade Zahl würfelst. Die Wahrscheinlichkeit, die sinkt so schnell ab. Klar, so kann man das ungefähr dann erklären. Das ist die ersten 10 Mal, ist das alles noch im Rahmen des Möglichen. Aber wenn das in die Tausende geht, wird es dann echt unwahrscheinlich. Und dann ist es Lotto 6er jede Woche wahrscheinlicher. Das geht also dann rasant runter, die Zahl. Und sehr kleine Zahlen bedeuten also auch nahezu unwahrscheinliches Ereignis hin. Und Umkehrschluss bedeutet das, dass Zufall, man den Zufall nahezu ausschließen kann. Also alles das, was 10 hoch minus 7 ist, sind in der Physik Dreckeffekte, die kein Wissenschaftler wirklich ernst nimmt. Also es sind keine physikalischen Sachen, mit denen man in der realen Welt was anfangen kann. Und wenn man dann den Zufall ausschließen kann, dann sollte man sich Gedanken machen, wie das zustande kommt. Es ist natürlich klar, dass die Wissenschaft nicht alles erklären kann, aber die Wissenschaft macht es eben teilweise zu einfach und zieht voreilige Schlüsse, die so dann nicht richtig sind. Bestes Beispiel, zum Beispiel Irrtum der Wissenschaft, kann man mal bei Google eingeben, wo behauptet worden ist, dass also Pflanzen Sauerstoff produzieren. Das ist nicht der Fall. Sondern die Pflanzen ziehen den Sauerstoff aus dem Wasser raus, einen Teil davon verbrauchen sie, aber sie scheiden Kohlendioxid aus. Eine interessante Sache, die da zustande kommt. Also das heißt, die Sauerstoffproduktion ist einfach nur der Sauerstoff, der aus dem Wasser genommen wird. Und das da in einer gewissen Weise auch an den Blättern abgegeben wird, passiert nur dann, wenn die Pflanze in Stress kommt. So, interessante Entwicklung. Das heißt, ich habe zwar immer die Meinung vertreten, dass im Wald frische Luft ist, aber das wissenschaftliche Experiment belegt, dass man das relativieren muss. So, das heißt, die Wissenschaft ist ein Werkzeug, um zu sagen, nicht auf irgendwelche Spinnereien reinzufallen. Das ist manchmal ganz notwendig, wenn man gewisse Videos von irgendwelchen, ja, ich sag mal, Geistheilern oder was auch immer sieht, dass man eine gesunde Skepsis entwickelt. Also, das heißt, sich das Ding erstmal anhört und guckt, könnte was dran sein. Ich persönlich bevorzuge das natürlich wie bei einem Huhn zu machen, den erstmal alle Federn rauszuziehen, um genau anzugucken, was habe ich denn eigentlich vor mir. Und in den meisten Fällen fällt der Vogel auseinander, nachdem ich die dritte Feder rausgezogen habe. Weil vieles eben auf nicht wahren Behauptungen beruht und man dort auf Geschäftsmodelle aufbaut. Also beispielsweise gelber Schein oder die Weimarer Republik oder die Handelsorganisation oder angebliche Strohmann-Konzept. Habe ich schon x-mal erklärt, funktioniert in England, in USA und Israel, aber in Deutschland hat es keine Bedeutung, weil dieses Strohmann-Konzept hier nicht existiert. Aufgrund dessen, dass das römische Sklavenhalterrecht in Teutoburger Wald besiegt worden ist. So, und deswegen haben wir ein bisschen einen anderen Rechtsstand. Dass die katholische Kirche sich immer noch Rechte anmaßt, eine andere Geschichte. Aber der Kaiser hat das immer als Staat an seine Staatsangehörigen verliehen und soweit mir bekannt ist, nicht Lehnsherrn von der Kirche gehabt, sondern zugrunde liegt die germanischen Stämme, die haben es der Kirche geliehen und die haben es zu gleichen Konditionen weiter zu verleihen. Und andere Rechte haben sie nicht. Alles, was sie darüber hinaus sich angemaßt haben, ist einfach nur gestohlen oder durch Betrug oder durch Gewalt an sich gebracht. Und das betrifft alle. Es gibt kein volles Kircheneigentum hier, weil die germanischen Stände sind älter als die Christianisierung hier. So, das ist erstmal eine Wahrheit, die man einfach mal immer wieder aussprechen muss, weil immer wieder großer Mist in irgendwelchen Veröffentlichungen steht. So, ich denke mal, ich bin den Sack heute mal zu. Ich mache jetzt nicht mehr groß was mit den Potenzialen, sondern das machen wir dann nächste Woche, wenn ihr da so ein bisschen experimentiert habt. Ja? Okay, gut, dann tschüss erstmal.